Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Reinspaziert ist windig, aber ich hole noch kurz was. Also, es geht wieder los. Abarth Bilsterberg. Das letzte Mal Bilsterberg mit der großen Leistungsstufe. War ja Problem immer Turbolader lose und an der Ansaugbrücke ein paar Sachen undicht. Das ist jetzt alles behoben, weil wir waren seitdem in Oschersleben und auf dem Salzburgring. Da konnte ich das Fahrzeug ausgiebig testen. Dabei habe ich festgestellt, als allererstes zeige ich euch eine Sache, die ich extrem geil finde. Da musst du dich einmal hier für bücken, Nico. Wir haben hier auf der Seite, habe ich tatsächlich ein Röhrchen unter die Schelle gemacht. Wirklich einfach nur ein kleines WD-40-Röhrchen, was ich abgeschnitten habe. So, und siehe da, furztrocken, kein Fett. Auf dieser Seite habe ich mit Absicht kein Röhrchen zwischen gemacht. Wir sind gleich viel gefahren und schon wieder alles voll mit Fett. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass das Fett aus den Manschetten kommt, weil dort ein Überdruck entsteht. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, aber es ist so. Das heißt, dadurch, dass die Manschetten dicht auf dem Gelenk sind, entsteht ein Überdruck und der spuckt das Öl raus. Das wird dann flüssig und dann kommt es halt überall raus. Nur weil der Druck raus kann, ist das Ding furztrocken. Das heißt, mit ganz viel Glück haben wir endlich das Problem mit jeglichen Fetten gefunden. Das heißt, ich werde jetzt die Seite ausbauen, nochmal wieder schön fetten und dort auch ein Röhrchen runter machen. Und mit ganz viel Glück haben wir dann Ruhe. So, dann habe ich noch folgende Erkenntnis gehabt. Wir sind das erste Mal zu zweit gefahren. Und siehe da, das Auto fährt gefühlt zu zweit nochmal einen Ticken geiler. Gerade auf der Bremse. Das heißt, ich konnte gerade Salzburgring und Oschersleben. Kann jetzt daran liegen, dass das endlich mal Strecken waren, wo man beim Geradefahren bremst und nicht irgendwie über eine Kuppe links, rechts, wie auch immer. Konnte ich wirklich volles Ballett in Anker. Das Ding bremst einfach nur wie die Hölle und das hat sich echt gut angefühlt. Das zeigt mir so ein bisschen, mag sein, dass ich da falsch liege, aber ich werde es testen, weil ich liebe einfach die Testerei. Ich habe das Gefühl, dass die Federraten von dem Fahrzeug immer noch ein Tucken zu hart sind. Wir haben jetzt gerade 100er Federn vorne, 70er hinten. Das ist schon nicht hart, aber auch nicht weich. Aber wenn ich auf einmal mit 100 Kilo mehr Fahrzeuggewicht, 120 Kilo mehr Fahrzeuggewicht beim Bremsen gefühlt nicht mehr ein Stoppie mache, sondern gefühlt wie so ein Boot ins Wasser eintauche, heißt das für mich, dass die Federn vorher definitiv zu hart waren. Das heißt, mein Versuch ist es jetzt, vorne weichere Federn. H&R hat mal ein bisschen Platz im Lager gemacht. Das heißt, wir haben jetzt statt 100er Federn 90er Federn oder 80er Federn. Das ist die Federrate der Feder. Also wie viel Kraft man braucht, um sie zu stauchen. Da machen wir eine weichere rein. Ich denke mal, ich gehe einfach mal nur auf die 90er. Und zusätzlich, weil es am Bilsterberg so viel hoch und runter geht und das hinten mit dem Ausfederweg so gut geklappt hat, mache ich eine stärkere Helferfeder rein. Helferfeder, was ist das? Das ist einfach nur die Zusatzfeder, die, wenn das Auto auf Rädern steht, schon auf Block ist. Das heißt, die hat im Betrieb jetzt keine sonderliche Funktion mehr, außer das Auto federt aus. Dann ist natürlich eine stärkere Helperfeder, sorgt dafür, dass das Rad schneller auf dem Boden ist. So. In Kombination natürlich immer mit dem Stoßdämpfer. Das heißt, mein Plan ist es, weichere Feder, stärkere Helperfeder, dass das Auto besser eintaucht, beim Ausfedern das Rad schneller auf dem Boden ist. Und dann müssen wir natürlich passend dazu am Dämpfer wieder die Härte reinbringen. Wir haben den Dämpfer, wir haben gelernt, von ganz zu aufgedreht, 10 Klicks. Das heißt, der Dämpfer ist jetzt 10 Klicks auf, würde ich mal sagen, oder 10 Klicks zu, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch 10 Klicks zum härter machen. Das heißt, ich denke mal, wir werden 3 Klicks härter machen, dafür die Federn weicher machen. Dass das Auto beim Bremsen eintaucht, aber dann hart ist. So ist der Plan. Zusätzlich gehe ich das Thema Sturz nochmal an. Ich war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schisshaft und bin von 4 Grad Sturz zurückgegangen auf 3 Grad Sturz. Knapp unter 3 sogar. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass jegliches Kippen aus dem Auto komplett weg ist. Und es ist eher sogar so, dass man akustisch, obwohl das mit Slicks eigentlich schon gar nicht geht, ein Quietschen von der Vorderachse hört. Das heißt, da waren wir, glaube ich, ein bisschen zu soft. Ich gehe jetzt nicht wieder auf 4, aber ich würde ihn gerne einstellen so auf 3,3, 3,4. Ist, denke ich, ein guter Wert. Nächster Ansatz ist dann noch wieder Radlast vermessen. Das machen wir gleich, weil bisher, habt ihr die letzten Male gesehen, kam es mir immer nur aufs Crossgewicht drauf an. Jetzt haben aber einige gesagt, dass das eigentlich Quatsch ist, weil ich soll das Cross mal vernachlässigen bei diesem Auto, sondern soll das Auto vorne gerade einstellen. Wir haben zwischen links und rechts, um das Cross einzustellen, 15 mm Gewindeunterschied. 15 mm Gewindeunterschied heißt, dass ich diese Feder auf der einen Seite 15 mm weiter vorspanne. Da diese Feder
80 Newton pro, nagelt mich nicht fest, das gucke ich jetzt einmal nach, ob das Millimeter oder Zentimeter sind. Und er hat übrigens einen übelst geilen Rennsport-Federn-Katalog. Da gibt es wirklich jede Feder in jeder Länge, wie man sagen will. Kilogramm pro Millimeter. Das heißt, wenn ich das Auto 15 Millimeter hoch, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, aber Fakt ist, wenn ich eine 80er Feder habe, okay, in dem Fall ist eine 100er Feder drin, wenn ich die 100er Feder 15 mm hochdrehe, wird die natürlich schon eine ganz schöne Ecke härter, weil sie einfach linear ist und weiter vorgespannt ist, als auf der anderen Seite. Und das soll nicht gut sein. Das soll noch schlimmer sein als ein schlechtes Crossgewicht. Also wir werden diesmal an den Ansatz gehen, das Auto vorne von den Federraten her gleichstellen und das Cross über die Hinterachse einstellen. Das heißt, dass das Auto vorne gerade steht und dann die Hinterachse so einstellen, dass wir ungefähr wieder auf 50 Cross kommen. So ist der Plan. Eine letzte Sache muss ich euch noch zeigen. Absoluter Schockmoment. Letztes Mal, als ich die Antriebswelle raus hatte, ziehe ich die Welle raus. Nichts gemerkt. Steckt die Welle wieder rein, fällt die Rattennarbe ab. Ist tatsächlich das hier gebrochen. Was gar nicht gut ist, weil das kann dazu führen, dass das ganze Rad einfach abfällt. Es wird nicht abfallen, weil natürlich noch Bremsscheibe, Bremssattel, alles im Weg ist, aber es wird einfach nur blockieren und macht den Abflug seines Lebens. Das Ganze wurde noch zusammengehalten, weil hier ja das Antriebswellengelenk zwischengeht, hier auffliegt und hier eine Mutter ist. Das heißt, das Ganze wird vorgespannt, aber geil ist es nicht. Deswegen werde ich jetzt auf der anderen Seite auch die Welle nochmal rausziehen, mir das genau angucken. Hab da noch eine neue Narbe liegen. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das hier war eine 20 Euro Febi Rattennarbe. Will jetzt nichts über so eine Qualität sagen. Bisher habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Hier hat das jetzt nicht funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt eine Originale genommen, die auch ursprünglich in dem Auto drin war. Diese wieder auf 4x100 gefräst und habe jetzt auf der Seite schon Originale drin. Und ich denke mal, hier mache ich sie. So, rein. Yes. So sieht das aus. Das heißt, ich baue das alles einmal um und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Federn drin sind und es ans Vermessen geht. Es ist Sommer, wir sind mal wieder durchgeschwitzt, Pulli ist aus, weißes T-Shirt ist an. Kann nur dreckig enden, aber geil, dass wieder geschraubt wird. Folgendes, Federn vorne getauscht, geht echt gut bei dem Auto. Wir können einfach oben nur die Zentralschraube vom Federbein lösen und dann fällt das ganze Federbein mit allem so tief runter, dass man die Feder oben rausziehen kann. Das geht. Stärkere Helperfeder ist drin, weichere Hauptfeder. Und jetzt lassen wir mal runter und gucken, was passiert. Ich habe jetzt vorne beide Seiten auf 30 mm Restgewinde gestellt, also dass beide Seiten gleich sind. So, Nico übernimmt mal das Fahrergewicht. Und da sind wir jetzt bei 1081 Kilo, ist erstmal egal. Aber wie ihr seht, das Auto ist vorne links 60 Kilo schwerer. Und das ist der Grund, warum wir ihn ja so krass unterschiedlich gestellt haben, weil damit wir ihn jetzt vorne ausgleichen würden, müssten wir ihn rechts massiv höher drehen. Jetzt gerade ist er allerdings auch so eingestellt, dass mit der Wasserwaage auf dem Dom das Auto gerade steht. Das heißt, so würde das Auto gerade stehen, gleiche Federvorspannung, links 60 Kilo mehr. Die 60 Kilo mehr, ja, und das obwohl rechts noch ein Beifahrersitz drin ist und so weiter, werden wir auch schwer rauskriegen. Das kriegt man nur ausgeglichen, indem man den Sitz wahrscheinlich noch weiter in der Mitte stellt. Ein Beifahrersitz raus und vorne noch ein bisschen, egal. Haben wir ein bisschen Zeit. Fakt ist, jetzt sollen wir die Hinterachse passend dazu einstellen. Das heißt, ich drehe jetzt an der Hinterachse so lange rum, bis das Crossgewicht wieder bei 50 ist. Das heißt, hier ist es schwerer, da ist es leichter. Das heißt, wir müssen jetzt vorne rechts oder hinten links runter hochdrehen. Höher heißt immer, dass das Auto hochgedrückt wird. Somit wird es quasi schwerer, weil das Gewicht ja drauf liegt. Das heißt, ich drehe jetzt mal alles, was geht, hinten links hoch. Das Auto steht dann zwar nicht geil, aber versuchen wir mal. Ah, das ist der Vorteil bei so leichten Federn und leichten Autos, dass man sie einfach mit einer Hand immer hochdrehen kann. Geht ja echt gut. Ich drehe jetzt hier wirklich mal 3 cm ungefähr hoch, weil ich weiß, wie viel Gewicht wir da ausgleichen müssen. Dass wir da ungefähr hinkommen. Jawohl! Alter, ist ja mal fast eine Punktlandung. 50,3. Das heißt, wir haben theoretisch sogar schon zu viel gedreht gerade. Jetzt machen wir nochmal eine Tür zu. Krass, ne? Wie die Carbon-Tür auf zu schon ein Zehntel ausmacht. Eigentlich ja. Musst du jetzt auch noch Hände ans Lenkrad, Füße auf die Pedale und so weiter. 50,2, okay, das heißt ein bisschen zu viel. Das heißt, ich drehe mal ein bisschen zurück.
Hurra, Türchen. Jawohl. 50-0. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir mit der Hinterachse es schaffen, das Auto crossmäßig wieder in die Balance zu bringen. Und jetzt sind wir auch schon wieder vorne, nur noch bei 30 Kilo links, rechts. Also, das heißt, zusammenfassend kann man jetzt sagen, diesmal steht jetzt die Vorderachse symmetrisch, aber dafür die Hinterachse asymmetrisch. Was jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Fakt ist, Bitzer Berg. Ich glaube, das ist hinten ehrlich gesagt egal, weil mit unserer Verbundlenkerachse, ich weiß, es ist keine Starrachse, die ist natürlich eh starrer als eine Einzelradaufhängung. Das heißt, da ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Das heißt aber, wir haben es tatsächlich geschafft, dass das Ungleichgewicht vorne ein bisschen auszugleichen auf links, rechts. Genau so lassen wir das jetzt. Dämpfer vorne habe ich 3 Klicks zugemacht, also härter. Das war's. Auto ist ready für Bilzer Berg. Achso, ich mache jetzt noch Spurensturz, aber das ist dafür egal. Und dann hoffe ich, dass wir morgen beim Afterwork, 17 bis 20 Uhr, mal richtig ein rausbrettern und mit der Kiste meine neue Bestzeit fahren. Weil ich sage, hier steckt noch deutlich mehr drin, als das, was wir bisher eigentlich gefahren sind. Let's go. Wunderschönes Wetter am Bilzer Berg. Afterwork, 17 bis 20 Uhr. Eigentlich hat es überall geregnet, außer tatsächlich am Bilzer Berg. Solche Tage soll es auch mal geben. Es ist wenig los, keine Ahnung, gefühlt. War es gerade Luke schon? War, glaube ich, ja, Luke schon, ne? Luke, ja, fährt schon, ne? Der fährt. Ah, er wird mit einem Grinsen fahren. Ja, nee, ist wenig los. Das heißt, jetzt erstmal ein paar Runden Reifen warm fahren, Luft ablassen, Felgen nachziehen, einmal Software gucken, ob er alles macht, was er soll. Und dann geht es langsam los mit der Zeitenlage. Ich nehme mal Daniel mit, der ist noch nie mitgefahren, aber wir haben schon relativ viel über dieses Auto mittlerweile philosophiert. Deswegen darf der jetzt auf jeden Fall mal mitfahren. Attacke. Hast du Bock? Hallo, hallo, ja. Ja, si, 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 si. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Wird lustig auf jeden Fall. Ja, das gehe ich mal von aus. Heute merke ich das erste Mal, was das kleine Baby kann. Ich bin da noch nie mitgefahren. Wird sein, ne? Ja. Hat das Auto immer auch unterschätzt. Jetzt kommt der Moment. Ja? Naja, fahr ich mal als erstes. Ich mach mal Luft. Boah! Also das habe ich nicht erwartet, ne? Echt? Also, das ist eine Kraft. Philipp, der geht nach vorne, Junge. Ja, mega. Das erwartest du nicht von so einem Auto. Krass, ja. Philipp fährt aber auch echt gut, ne? Wirklich gut. Also, der hat sich echt gemausert. Deine Schweizer Uhr weg geworden. Jawohl! Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Also er fährt wirklich sehr sicher, ne? Extrem sicher. Ja. Also der weiß wirklich, was er macht. Er hält das Auto die ganze Zeit auf Zug. Und was mich überrascht hat, der fährt in die Kurve rein und lenkt einfach vor, sodass der Arsch halt mitlenkt, ne? Und ja, da habe ich mir gedacht so, okay, der Mann weiß schon, wie es geht.
fahren gerade mal nur 300. Also, man merkt, dass er mehr einfedert vorne. Kann jetzt natürlich auch am dicken Daniel gelegen haben. Hinterachse ist nervöser tatsächlich, das muss man schon sagen. Oder wir sind wieder bei dem Punkt, ich sag's jedes Mal wieder, du kommst von Oschersleben oder Salzburgring her und denkst, du kannst kein Auto fahren. Das ist halt wirklich jedes Mal so. Ich hab einmal rote Flagge bekommen, schwarze Flagge war ja auch nicht super. Glück gehabt. Ah, okay, Anfängerfehler, Motorhaube offen gelassen. Dafür sind die Marshalls da, gleich direkt gesehen und korrigiert. Jetzt kann es weitergehen. 1,53,7. Das war jetzt gerade beim letzten Anbremsen, weil da kam er ja schon mit dem Arsch. Das ist jetzt halt wahrscheinlich, weil er jetzt vorne einknickt ein bisschen. Genau, und der Arsch wird wieder leichter. Ja. Wir können ihn vorne einen Ticken härter drehen, ne? Weil der taucht schon krass ein. Taucht krass ein? Ja. Und jetzt war halt Tank leer. Wird da hinten natürlich noch leichter. Ja, dann lassen wir vorne ein bisschen mehr, bisschen härter drehen. Ich glaube, das leidige Thema mit der Undichtigkeit ist noch nicht behoben. Pfeift er wieder, oder was? Ja, also gefühlt pfeift er mehr und... er macht definitiv zu wenig Druck. Also schon klar zu wenig. Er müsste eigentlich jetzt gerade mehr machen. Junge, warm das bist du. Ja, richtig anstrengend.
Also Bremse ist jetzt on point. Das funktioniert jetzt richtig gut. Also jetzt kannst du wirklich voll reinbremsen. Ich sehe auch mit allen Vieren, wie das ESP ABS relativ gleichmäßig regelt. Jetzt ist allerdings das Problem, er ist definitiv wieder undicht. Man merkt es auch daran, dass der Leerlauf jetzt geringer ist. Und ich merke es gar nicht unbedingt auf der Geraden, da sind die 50 PS egal, aber im ganzen mittleren Feld passiert einfach gar nichts mehr. Also in der Mitte. Also dieses halbe Bar, was in der Mitte jetzt wieder fehlt, das ist halt scheiße. Das ist halt so. Geil aus mit der Sonne im Hintergrund. Daniel, jetzt bremst du von vorhin perfekt. Ja? Ja, jetzt ist es auch endlich so, dass du so im Kopf schon diese Schwindel kriegst. Und es ist auch genauso gut Kurve, wenn es voll rein und er fängt dann so ganz leicht so quer reinzufahren. Geil. So, also das passt jetzt genau. Ich habe die Bremse allerdings nochmal 5 Klicks nach vorne gedreht. Nochmal? Ja, also wir sind jetzt wieder fast ganz vorne. Die Bremse ist echt immer noch zu groß. Die Sättel sind eigentlich immer noch nicht die Kamera, die ich drauf machen wollte. Deswegen ist immer noch die große Scheibe drauf. Man braucht tatsächlich die Bremse vorher noch lang. Aber hörst du, wie laut das jetzt hier wird? Ja. Also der ist wieder am Lader undicht. Ja, wir hatten gerade eigentlich noch vor, kurz euch ein paar richtig perverse, bewegte Bilder zu zeigen von dem Auto. Weil ich hätte es selber gerne mal gesehen, von vorne und hinten. Aber Pustekuchen, 7:45 ist rot, damit um 8 auch die ganzen notorischen Vollgasfahrer von der Strecke sind. Na, schade. Das heißt, für heute ist Feierabend. Nicht ganz so erfreulich. 1,53,7. Keine Verbesserung. Aber er ist jetzt, mal gucken, ob man es auf dem Videomaterial sieht, in der Mitte so tot, in Anführungsstrichen. Das, ja. Also man merkt fast, oben raus schafft der Lader es natürlich irgendwann dann wieder ein bisschen den Druck zu halten. In der Mitte, aber fehlt einfach der komplette Punch. Der ist gleich weg. Also das heißt, manche Kurven habe ich erst 200, 300 Meter hinter der Kurve erst wieder 1,5 Bar. Und das, deswegen damit ist es natürlich nicht besser, sich zu verbessern. Aber so ist das. Was gut ist, wir konnten am Setup weiterarbeiten. Fährt jetzt wirklich richtig so. War heute das erste Mal, dass ich wirklich volles Ballett, voll brutal in die Bremse ankern konnte und das Gefühl hatte, das bremst so, wie es sollte. So. Also da bin ich richtig happy. Hatten vorne tatsächlich 90 Grad in den Reifen schon, hinten 60. Das heißt, das passt auch. Das heißt, ich würde sagen, schon alles richtig gemacht. Ich kann nur leider keine Verbesserung nennen. Aber so ist das mit dem Rennsport. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, was machen wir als nächstes? Als allererstes werde ich auf jeden Fall jetzt ganz in Ruhe mal die Front abbauen. Und ich bin wirklich bald kurz vorm Festschweißen. Das ist einfach nur nervig. Das ist wirklich einfach nur. Und man sitzt dann in dem Auto drin, man hört es, man weiß, dass es schlecht für Turbolader und alles ist, aber man will halt fahren. Ne? Und jetzt ging es 2 Events lang gut und jetzt ist es wieder undicht. Wobei irgendwie, nee, ist gar nicht korrekt, es ist nur auf dem Bilzerberg undicht. Fällt mir dabei gerade ein. Es war Oschersleben und Salzburgring dicht und hier ist es sofort wieder undicht. Na, festschweißen. Dann ist Ruhe. Nee, das muss als nächstes gemacht werden. Vorher fehlt einfach so viel Punch im mittleren Bereich, dass da nichts zu machen ist. Sonst aber vom Gefühl her geil, hat Potenzial, wird gut. Wir machen es schon. Tschüss.